Italien wankt angeblich. Der Euro ist auf den niedrigsten Stand seit 20 Jahren gefallen. Die Anleger fliehen in Scharen in den US-Dollar und der Euro wird immer mehr zu so einer Art Schmuddelwährung. Aber die USA und der Dollarraum, sind die relativ zur Eurozone wirklich viel vertrauenswürdiger? Darum geht's heute. Willkommen bei Zukunftsmärkte. Stellen Sie sich mal vor, Sie sind ein Gastwirt, ein Gastronom. Sie haben ein schönes Lokal und alles läuft auch soweit gut, aber dann kommt eine Krise und die Gäste bleiben weg. Sie stehen jetzt vor harten Entscheidungen in dieser Krise und Sie beschließen, jetzt hilft nur noch sparen. Sie drücken die Gehälter runter, Sie entlassen auch Mitarbeiter und Sie dampfen die Speisekarte ein. Weniger Gerichte, also das macht Ihr Lokal jetzt nicht unbedingt attraktiver, aber Sie kommen wenigstens irgendwie durch damit. Und in der gleichen Straße gibt es aber noch ein anderes Lokal, einen Wettbewerber, und der ist ein Halodri. Der sagt, ach, macht nichts, alles cool, ich ändere jetzt erstmal gar nichts. Und außerdem, ich wollte ja immer schon mal die Außenterrasse auch mal größer machen. Und die wird jetzt dann auch total kreativ und total fancy, so mit Schokobrunnen und mit Kunstgras, Raumteilern und Wasserblubbersäulen, die man beleuchten kann und lauter solche Dinge. Und weil das aber natürlich auch ganz furchtbar viel Geld kostet, da schwatzt er seiner Schwiegermutter gleich noch eine Grundschuld ab auf ihr Haus, weil die ist eh alt und die kriegt eh nichts mehr mit. Irgendwann ist die Krise vorbei. Sie haben es gerade mal so überlebt mit ihrem Lokal, aber ihr Konkurrent, der steht jetzt natürlich zehnmal besser da als Sie mit seiner neuen Terrasse. Das ist der Moment, wo Sie sagen, ja, jetzt muss ich nachziehen. Ich gehe jetzt gleich mal zu meiner Bank und hole mir da auch einen Kredit, weil jetzt ist es ja auch wieder vertretbar. Nur Ihr Banker sagt dann leider, wissen Sie, wenn ich mal das so anschaue, wie es bei Ihnen gelaufen ist die letzten Jahre, das war ja eher recht als schlecht. Und wenn ich mal dann auf der anderen Seite aber Ihren Konkurrenten anschaue, der jetzt top dasteht, da möchte ich Ihnen den Kredit eigentlich lieber nicht geben. Sie sind also der Verlierer in der ganzen Sache. Sie werden bestraft, weil Sie solide sein wollten in der Krise. Der andere, der sich hoch verschuldet hat, ohne jede Hemmung, der zieht jetzt an Ihnen vorbei. Das ist natürlich kein Lehrbuchbeispiel, aber in der Praxis, da läuft es wahrscheinlich öfter so, als viele denken. Sparen in der Krise, ja oder nein? Die Debatte ist uralt und Sie erinnern sich ganz sicher noch an die Griechenland-Krise, als ja auch viele gesagt haben, wenn man Griechenland so eine Austeritätspolitik reindrückt, dann reißt das das Land ja immer noch mehr runter, es wird ja immer noch schlimmer. Und auf der anderen Seite sind Griechenland aber natürlich viele Schulden erlassen worden und es hat ja auch ein hohes strukturelles Defizit gehabt. Also es wäre auch nicht mehr so weitergegangen. Natürlich. Jedenfalls Griechenland ist inzwischen wieder vorangekommen. Es hat vor der Covid-Krise auch etliche Jahre lang Primärüberschüsse erzielt, allerdings unter hohen Opfern natürlich. Es war eine schwere Krise für den Euroraum und viele befürchten jetzt aber, dass wir jetzt in die nächste schwere Krise rasseln. Hier haben wir den Euro zum Dollar, die letzten 20 Jahre. Der Chart hier ist von TradingView. Und ich habe Ihnen auch noch die zwei anderen großen Krisen reingemalt. Die Euro-Schuldenkrise, das war so ab 2010 bis 2012 und dann die Griechenland-Krise mit ihrem Höhepunkt 2015, 2016. Wenn es rein nur nach dem Wechselkurs geht, dann steht der Euro heute noch deutlich schlechter da als damals mitten in diesen Krisen. Er liegt nämlich inzwischen, ja, wie wir sehen, unter den Niveaus von damals, also deutlich und auch auf dem niedrigsten Stand seit 2002. Alles, was in diesen 20 Jahren aufgebaut worden ist an Vertrauen in den Euro, das ist jetzt eben wieder weg. Und er ist eben vor allem dieses Jahr auch nochmal stark gefallen. Das ist der Einjahreschart, ein ungebremster Kursverfall, kann man sagen. Eine Kursentwicklung, wie wir es sonst eigentlich eher kennen, so von der türkischen Lira oder vom argentinischen Peso. Das Ganze hat zwei Gründe.
erstens das hohe Zinsgefälle zwischen dem Dollarraum und dem Euroraum im Moment, dazu komme ich dann gleich noch. Und zweitens aber eben auch Sorgen um die Schuldentragfähigkeit von großen europäischen Ländern, weil es ja nicht nur jetzt auch eine Energiekrise droht und auch eine Wirtschaftskrise, sondern weil ja sogar die EZB ihre Zinsen wieder anhebt. Zinsen in der Eurozone, auch das gibt es. Fragen Sie Ihre Großeltern, die kennen das noch, als ja, Kaiser Wilhelm noch durch die Straßen geritten ist. Aber eben jetzt schon diese Mini-Mini-Mini-Straffungsankündigungen durch die EZB, die haben eben schon gereicht, dass es bei den Bonds von den Problemstaaten eben wieder Panikverkäufe gegeben hat hier. Und diesmal steht nicht Griechenland im Mittelpunkt, sondern ein viel größeres Land, nämlich Italien. Italien, die drittgrößte Volkswirtschaft der EU, gleichzeitig hoch verschuldet mit einer Staatsverschuldung von 150% zum Bruttoinlandsprodukt. Und eben auch wieder mal in einer politischen Krise. Die Regierung Draghi ist gescheitert. Die nächste Regierungschefin ist wahrscheinlich Giorgia Meloni von den Fratelli d'Italia. Und die gilt eben als leicht rechtsextrem. Als sie noch jung war, da hat sie mal gesagt, Mussolini war der beste Politiker der letzten 50 Jahre. Vielleicht macht sie es ja diesmal noch besser. Hoffentlich müssen wir da nicht wieder die Wehrmacht hinschicken. Aber Scherz beiseite, es wird natürlich sehr wahrscheinlich jetzt dann eben auch wieder mal in die Richtung gehen, dass eben EU-Sparvorgaben und bisherige Reformen in Italien eben auch wieder in Frage gestellt werden von der neuen italienischen Regierung. Und dass es so ist, hat zu einem Ausverkauf geführt bei italienischen Staatsanleihen. Die Rendite bei Bonds mit 10 Jahren Laufzeit, die liegt jetzt schon wieder bei 3,8% da. Die von deutschen Staatsanleihen nur bei 1,5%. Und die Hedgefonds wetten auch wieder ganz extrem en masse gegen italienische Staatsanleihen, so stark wie seit der Finanzkrise 2008 nicht mehr. Und das hat die EZB wiederum dazu gebracht, dass sie schon im Juni eine Dringlichkeitssitzung einberufen hat. Und inzwischen gibt es das Kriseninstrument TPI, mit dem die EZB dann aus dem Erlös von dem Verkauf von deutschen und von holländischen Staatsanleihen zum Beispiel andere Anleihen aus Italien, Spanien, Portugal jetzt stützen kann. Was die Märkte beruhigt hat, was aber auf der anderen Seite natürlich auch wieder mal heißt, künstlich niedrige Refinanzierungskosten für die unsoliden Länder auf Kosten der soliden Länder in der Eurozone. Also aus dem Thema kommen wir offensichtlich so schnell nicht mehr raus. Die Schwächen der Eurozone und die Konstruktionsfehler der Eurozone und die hohen Schulden und so weiter, das sind alles Dinge, die sind schon tausendmal besprochen worden. Und ich will da wirklich auch nichts beschönigen. Aber man muss es eben auch mal in einem globalen Kontext und im globalen Vergleich sehen. Das ist aus der Financial Times die Staatsverschuldung zum Bruttoinlandsprodukt von wichtigen Ländern aus der Eurozone seit 2010. Ganz oben Griechenland natürlich, dann grün Italien, das große Sorgenkind jetzt, darunter Spanien und Frankreich auch nicht besonders toll, auch mit über 100% vom Bruttoinlandsprodukt und unten dann Deutschland in rosa. Es stimmt schon, sie ist seit der Euro-Krise eben weiter gestiegen, diese Verschuldungen. Seitdem war aber eben zum Beispiel auch Corona-Pandemie. Und ich bin jetzt mal ein bisschen dreist und behaupte, das geht ja sogar noch halbwegs. Also vieles hätte natürlich anders laufen müssen. Aber zumindest in Teilen haben wir in der Eurozone auch eine Sparpolitik gehabt. Das Merkel'sche Spardiktat, die schwäbische Hausfrau hat regiert mit eiserner Hand. Hanoi gespart wird. Und was die Eurozone dann aber natürlich auch Wachstum gekostet hat, das Ganze. Und gleichzeitig haben aber andere das Geld ausgegeben mit vollen Händen. Die globale Gesamtverschuldung, also Staaten plus Unternehmen plus Private, die war am Ende vom ersten Quartal jetzt, ich habe leider keine neueren Zahlen, bei 352% vom Bruttoinlandsprodukt. Sie hat sich damit seit 2006 verdoppelt und seit dem Jahr 2000 verdreifacht. Nicht absolut, sondern wohlgemerkt relativ zum Bruttoinlandsprodukt. Ziemlich bedenklich.
Und wenn wir jetzt mal nur das erste Quartal nehmen, laut Institute for International Finance, dann hat sich da die Verschuldung in der Eurozone sogar verringert. Am stärksten ist sie wieder mal gestiegen in China mit seiner Immobilienkrise, die wir da jetzt natürlich gehabt haben, um 2,5 Billionen Dollar. Und dann kommen aber auch gleich die USA mit 1,5 Billionen Dollar zusätzlicher Gesamtverschuldung nur im ersten Quartal. Und hier mal nur die US-Staatsverschuldung brutto die letzten 25 Jahre von der Seite von Trading Economics. Ein starker Anstieg natürlich nach der Finanzkrise. Aber es war eben auch die letzten Jahre eine ganz andere Dynamik als in der Eurozone. Außer 2015 ist sie auch in den guten Jahren immer gestiegen. Dann Corona-Krise natürlich wieder 2020, ein exorbitanter Anstieg. Und aber eben auch nochmal 2021, als die Schulden in der Eurozone schon wieder zurückgegangen sind. Und hier haben wir das Ganze auch nochmal in absoluten Zahlen, in Billionen Dollar. In USA vom Beginn der Amtszeit von Ronald Reagan mit einer Verschuldung von unter einer Billion Dollar bis heute mit über 30 Billionen Dollar. Es hat keine Regierung gegeben in der Zeit, die das im Ansatz mal gestoppt hätte. Und unter den letzten vier Präsidenten, da hat sich das auch massiv beschleunigt. Es gab auch nur einmal in der ganzen Zeit kurz einen kleinen Haushalt. Als Überschuss, da müssen sie jetzt aber ganz nah herkommen oder sich eine Lupe holen. Hier ganz klein im Blau im Dotcom-Boom am Ende von der Amtszeit von Bill Clinton. Ansonsten sehen wir hier noch die Staatseinnahmen in grün und dadurch entstehen das Defizit in gelb. Und das eigentlich Bedenkliche ist ja, wie sich dieses Defizit in letzter Zeit auch stark ausgeweitet hat, sodass man davon ausgehen muss, dass dieses stark wachsende Defizit anders als in der Eurozone inzwischen eben auch strukturell ist. Sodass das Congressional Budget Office, das ist eine unabhängige Behörde, das geht davon aus, unter der Annahme von nur moderat steigenden Staatsausgaben, aber dafür steigenden Zinsen in den USA, dass allein die Zinsen auf die Staatsschuld sich in den nächsten 10 Jahren verdreifachen werden auf 3,3% vom ganzen Bruttoinlandsprodukt. Und damit wären sie dann auch höher als der komplette Verteidigungshaushalt. Und der ist groß in den USA. Und ich habe 2020 noch vor der letzten US-Wahl ja auch schon ein Video gemacht hier, wo es um die Kosten der Wahlversprechen gegangen ist, damals von Joe Biden und von Donald Trump. Beide, was die Staatsausgaben betrifft, völlig außer Rand und Band. Und bei Joe Biden jetzt hat man ja auch den Eindruck, dass der Kongress und auch Teile von der eigenen Partei den ganzen Tag nur damit beschäftigt sind, dass sie diese Ausgabenwut jetzt noch irgendwie einbremsen. Und gleichzeitig geht aber vielen immer noch jegliches Gefühl dafür ab, dass das grundsätzlich eben auch ein Problem sein könnte. Also Nancy Pelosi zum Beispiel, die hat ja im März wirklich noch gesagt, die Regierungsausgaben würden nicht die Inflation anheizen und sie würden die Staatsverschuldung ja sogar verringern. Hoffentlich hat sie bei ihrem Taiwan-Besuch neulich da der Regierung keine Tipps gegeben für die Haushaltspolitik. Das ist also der Dollarraum, der Inbegriff der Stabilität für die Anleger, der sichere Hafen in allen Lebenslagen und das Ganze ja auch noch verbunden mit einem jahrzehntelangen Handelsbilanzdefizit, allein im Juni von 80 Milliarden Dollar. Und wie gesagt, ich will die Eurozone überhaupt nicht schönreden, aber man muss sich auch klar darüber sein, was wir da auf der anderen Seite vom Atlantik haben. Im Moment trotzdem ist natürlich der Zinsunterschied entscheidend, das ist ganz klar. Also die US-Notenbank hat jetzt eben eine vergleichsweise entschlossene Geldpolitik, die Eurozone hat das bis jetzt überhaupt nicht und wir sehen eben an dem Beispiel Italien und die Bond-Ankaufpolitik, dass die EZB aus ihrer Zinsfalle da erstmal auch nicht mal rauskommt. Und dann natürlich auch noch die Gefahr für Europa, dass sich da die Energiekrise zuspitzt. Und wenn das passiert im Winter, dann brauchen wir uns über die Probleme in den USA, denke ich, erstmal keine Sorgen machen.
Und darum glaube ich schon auch, dass erstmal der Dollar wahrscheinlich schon ein gutes Investment ist oder zumindest eine gute Absicherung. Und er wird eben wahrscheinlich auch weiter steigen oder sehr wahrscheinlich, wenn sich die Krise eben bei uns zuspitzen sollte. Er ist also eine gute Anlage in harten Zeiten, schon rein psychologisch. Aber wenn wir das alles da mal überstanden haben sollten und wenn wir vielleicht auch mal tatsächlich wieder eine Annäherung haben sollten in den Zinsniveaus, dann müssen wir uns schon auch mal die Grundsatzfrage stellen, wie vertrauenswürdig ist er denn wirklich, der allmächtige Dollar? Und natürlich noch allgemeiner, wie viel Schulden verkraftet die Weltwirtschaft noch? Und da sind wir eben wieder bei unseren Lokalbesitzern vom Anfang, auch wenn das Beispiel ein bisschen hinkt, ist schon klar. Aber es war eben auch am Finanzmarkt so die letzten Jahrzehnte, dass man denen, die sorglos Geld ausgegeben haben, denen hat man auf die Schulter geklopft. War ja auch kein Problem, das alles bei den niedrigen Zinsen. Und die, die solide waren, die halbwegs versucht haben zu konsolidieren, die sind abgestraft worden. Sie haben damit ja natürlich auch kein so schönes Wachstumsumfeld geschaffen, wie jetzt eben zum Beispiel die USA. Das gilt zum Teil für die Eurozone. Es gilt auch in einem sehr hohen Maß für die Emerging Markets im Übrigen. Die Ausnahme ist China, klar, mit seiner hohen Gesamtverschuldung. Aber ansonsten waren die Schwellenländer relativ solide die letzten Jahre und sind dafür aber natürlich bestraft worden im letzten Jahrzehnt mit einer starken Underperformance. Bestes Beispiel jetzt auch wieder die Notenbanken, wo eben in den Schwellenländern die Inflation auch viel entschlossener bekämpft worden ist und die Zinsen viel stärker angehoben worden sind als in den reichen Ländern. Was jetzt aber natürlich den Schwellenländern auch wieder Wachstum kostet, was sich aber auf der anderen Seite langsam jetzt wenigstens auszahlt. Hier eine Grafik von Invesco. Erstmals seit vielen Jahren ist die Durchschnittsinflation in den Emerging Markets jetzt niedriger als in den USA, trotz deutlich gefallener Währungen in den Schwellenländern zum Dollar. Und das hier ist auch von Invesco. Gleichzeitig sind eben durch die Zinserhöhungen, die wir auch in den Emerging Markets gehabt haben, die Anleiherenditen in den Emerging Markets so hoch wie seit über einem Jahrzehnt nicht mehr. Und dadurch ist eben auch der Renditeabstand zu den US-Anleihen nicht nennenswert gefallen, obwohl in den USA die Zinsen ja auch gestiegen sind, wie wir wissen. Sodass für Langfristanleger Schwellenländer Bonds meiner Meinung nach zurzeit hochinteressant sind. Das ist aber ein anderes Thema. Es ist ein Thema, das ich hier gern auch mal behandeln werde, falls das auch jemanden interessieren sollte. Morgen gibt es von uns erstmal, das habe ich schon erwähnt, einen neuen Zukunftsmärkte-Report zum Thema Indonesien. Da haben sie gleich mal ein interessantes Schwellenland, das nach Einwohnern übrigens inzwischen das viertgrößte Land der Welt ist, das viele Rohstoffvorkommen hat, das sich jetzt auch wieder für den Tourismus öffnet. Und dazu gibt es dann eben auch ein paar Aktien aus Indonesien. Die Reports von uns sind kostenlos. Sie müssen sich nur einmal dafür eintragen auf www.zukunfts-märkte.de. Der Link dafür ist hier auch nochmal unter diesem Beitrag hier. Und wie gesagt, morgen geht der Report raus. Aber wenn Sie jetzt sagen sollten, das will ich noch nicht, ich bin noch nicht bereit für diese Gratis-Reports, dann freue ich mich auch schon, wenn Sie meinen Kanal hier mal abonnieren. Dankeschön dafür. Und wenn Sie das nächste Mal essen gehen, dann gehen Sie auch mal zu dem mit der kleineren Terrasse. Oder Sie gehen gleich zum Italiener, die können es auch brauchen. Alles Gute Ihnen, Dankeschön fürs Zuschauen.